Audio Output, Audioausgabe. In diesem Blog betrachten wir, welche Möglichkeiten und Technologien es für die Audioausgabe gibt, welche unterschiedlichen Klänge wir nutzen können, wie wir Information durch Klänge darstellen können und welches die Grundlagen der Sonifikation, der Verklanglichung von Informationen sind. Wir werden betrachten, welche Vor- und Nachteile es hat, Information als Klang, als Ton darzustellen und wie wir Daten, Klänge zuordnen können, um diese verstehbar zu machen. Am Ende betrachten wir noch, wie wir Icons, Auditory Icons, Klänge, die Icons repräsentieren und wie wir diese designen. Audio-Ausgabetechnologien. Wenn wir daran denken, dann sind es hauptsächlich Lautsprecher und Kopfhörer. Bei Lautsprechern gibt es eine Vielzahl. Es gibt den einzelnen Lautsprecher an einem kleinen Küchenradio bis hin zum Soundsystem mit 50, 70 Lautsprechern, die einen Raumklang erzeugen, der dann eben sehr, sehr realistisch ist. Bei den Kopfhörern gibt es auch unterschiedliche Technologien. Kopfhörer, die auf dem Ohr sitzen oder das Ohr auch sogar nach außen abschotten. Dann gibt es welche, die man sich ins Ohr steckt, also In-Ear-Kopfhörer. Und es gibt welche, die über Knochenleitung die Information weitergeben. Wenn wir jetzt diese Technologien anschauen, dann haben die was gemein. Es gibt eine Menge an Parametern, nach denen wir die auswählen können. Also welche Frequenz, also welchen Frequenzraum decken die ab? Und wie ist der Frequenzgang, also in welchem Frequenz sind die mit welcher Lautstärke verfügbar. Welche Gesamtlautstärke können die Lautsprecher erzeugen? In welcher Richtung spielen die Lautsprecher die Töne ab? Wie groß sind sie, also das physische Setup von den Lautsprechern? Und ja, wie werden die mit den Tonquellen verbunden? Ist es über ein Kabel, ist es über Bluetooth oder über eine alternative Technologie? Wenn wir jetzt überlegen, welche Töne, Klänge wollen wir denn überhaupt abspielen? Im Computer, schon sehr frühe Computer, haben so einfache Töne, also ein Beep, zum Beispiel ein Sound, der uns zeigt, dass die Tastatur nicht eingesteckt ist. Also so ein Warnhinweis. Ganz häufig mit also es ist nur ein Ton mit einer Frequenz, der eben für einen gewissen Zeitraum an ist, oder so drei, vier Töne nacheinander, also dü, dü, dü oder düt, düt. Das heißt, man kann eine gewisse Menge an Informationen damit kommunizieren und zeigen, dass zum Beispiel, wenn der Computer hochfährt und bestimmte Sachen nicht funktionieren, bevor überhaupt die Grafikkarte funktioniert, kann man so eine gewisse Menge an Informationen damit bereitstellen. Dann gibt's, und das ist eigentlich der interessante Teil, Töne, Klänge, die designed sind, um Informationen zu übermitteln, um Informationen an den Benutzer weiterzugeben. Und da gibt es den Begriff Auditory Icon. Also es ist ein Icon, aber nicht grafisch, sondern mit Tönen oder mit einem Ton hergestellt. Was Ähnliches, werden wir gleich den Unterschied noch sehen, sind Earcons, also auch kurze Töne, die uns helfen, ein bisschen Information an den Benutzer weiterzugeben. Und natürlich, was im Großen Klänge sind, die im Design unterliegen, ist natürlich Musik, die jemand geschrieben hat. Unter dem Begriff Sonifikation, Verklanglichung, finden wir das, dass wir Daten nutzen und dass wir die Daten nicht visuell darstellen, sondern auditiv darstellen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Liste von Zahlen und stellen die eben in Form von einem Klang oder von einer Folge von Klängen dar. Und eine weitere große Gruppe von Tönen ist natürlich Sachen, die wir aufzeichnen, so wie jetzt ich spreche. Es ist aufgezeichnet, es wird wieder abgespielt. Also das heißt, wir haben existierende Klänge, existierende Geräusche, existierende Töne, die wir aufzeichnen, sei es Sprache, sei es Musik, sind es Töne in der Natur, die wir dann einfach wieder abspielen können. Und wenn wir jetzt
betrachten, wie der Computer Töne generiert, dann haben wir zwei große Gruppen. Das eine ist, wir synthetisieren die Ausgabe. Das heißt, wir generieren Musik und da werden zum Beispiel Frequenzen generiert, Frequenzen überlagert. Zum Beispiel, wenn wir ein MIDI-File haben, da steht drin, jetzt soll die Note C gespielt werden, dann wird eben genau diese Note generiert. Text-to-Speech ist was Ähnliches, wo wir wissen, was gesagt werden soll und es wird synthetisch eben eine Stimme generiert. Am anderen Ende des Spektrums haben wir die Wiedergabe von aufgezeichneten Dingen, wie jetzt Sprache, Musik. Und beim Synthetisieren können wir natürlich das so mixen. Das heißt, wir können eine Sprache synthetisieren aus Stücken, die wir aufgezeichnet haben. Zum Beispiel jemand hat Texte gelesen, daraus wurden die Phoneme entnommen und die werden dann entsprechend zusammengesetzt. Das ist immer noch Synthese, aber eben nicht eine Synthese ganz ohne Aufgenommene, sondern mit Aufnahmen. Oder Wavetable, wo zum Beispiel eine Orgel aufgenommen wurde und dann die einzelnen Töne benutzt werden, um dann wieder bestimmte Töne so abzuspielen, wie wenn sie auf der Orgel abgespielt würden. Das heißt, am einen Ende synthetisch, am anderen haben wir die Wiedergabe von Aufgenommenem und wir können irgendwo in dem Spektrum dazwischen eben auch Stücke von dem Aufgenommenen verwenden, um was zu synthetisieren. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Auditory Icon und Earcon. Also es geht darum, sowas wie Icons, also kleine Informationseinheiten, die wir nicht sehen, sondern hören können. Und hier, ich lese mal die Definition, Bill Gaber. Informative sounds as an auditory icon. Also informative Klänge als auditory icons. Und Brewster beschreibt es dann später. Gaber's auditory icons have been used in several systems. These use environmental sounds that have a semantic link with the object or action they represent. Und das heißt, bei Auditory Icons ist es so, dass wir einen echten Klang haben, einen Klang, der eine semantische Beziehung zu dem hat, was wir darstellen. Also zum Beispiel, wir werfen was in Papierkorb und der Klang dazu ist runterwerfen von einem Papier. Das heißt, wir können einfach, wenn wir es hören, eine Beziehung herstellen. Im Gegensatz dazu, Earcons sind etwas allgemeiner. We call such structured sounds earcons, which are defined as non-verbal audio messages used in the computer interface to provide information to the user about some computer object, operation or interaction. Also es geht um strukturierte Klänge, die nicht verbal sind, aber wir haben hier unter die Definition fallen sowohl Umgebungsgeräusche, also echte Geräusche, wie auch synthetische Geräusche. Häufig wird es, wenn wir es in der Literatur betrachten, werden Earcons eher für synthetische Geräusche verwendet und Auditory Icons für Dinge, die aufgenommen wurden und abgespielt werden, also Töne, Klänge aus der Umgebung. Examples of computer objects are files, menus and prompts. Editing, compiling, executing are examples of operations. An example of an interaction between an object and an operation is editing a file. Und was jetzt hier gesagt wird, diesen Operationen, diesen Objekten können wir Klänge zuordnen und damit eben es einfacher machen, dass Leute merken, ich habe gerade eine bestimmte Aktion gemacht, ich habe eine bestimmte Aktivität gemacht, ich habe ein bestimmtes Objekt verschoben oder gelöscht oder kreiert. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, Bill Gaber hat es ganz gut dargestellt. Wir haben hier auf der einen Seite Klänge, Töne und visuelle Darstellung und dann haben wir auf der anderen Achse Zeit und Raum. Und er sagt, Klänge existieren in der Zeit, also zum bestimmten Zeitpunkt. Und das heißt, Klänge sind gut, um was darzustellen, was sich ändert, um Ereignisse darzustellen, die eine zeitliche Beziehung haben. Und die sind auch nur für den Moment hörbar, in dem sie abgespielt sind. Wenn wir diagonal in der Matrix schauen, visuelle Darstellung existiert innerhalb eines Raums. Das heißt,
Ich brauche Platz, um sie darzustellen. Das heißt, ich brauche ein Display, ich brauche irgendwas. Und ich kann sie auch über den Raum verteilen. Und damit habe ich die Möglichkeit, Sachen im Raum zu haben. Und sie sind nicht an die Zeit gebunden. Und wenn wir jetzt die anderen beiden Bereiche schauen, visuelle Darstellungen überdauern die Zeit. Das heißt, die sind nicht nach dem Moment, in dem es abgespielt wird, vorbei, wie das eben beim Ton ist, sondern wenn ich was ausdrucke oder was auf dem Display lade, dann bleibt es da, bis ich es eben lösche. Und das heißt, ich kann mir die über einen gewissen Zeitraum anschauen und Information in Klangform existiert über den Raum. Das heißt, ich kann das abspielen, aber ich habe es nicht an einer bestimmten Stelle. Das heißt, wenn ich am Schreibtisch sitze, kann ich den Ton hören, aber auch wenn ich vor dem Schreibtisch stehe, höre ich den Ton auch. Das heißt, ich bin nicht an einen Raum gebunden. Und diese Matrix mit Klängen und visueller Darstellung, Raum und Zeit, hilft uns, um zu entscheiden, wann wir eher einen Ton, einen Klang nehmen, um eine Information darzustellen, oder wann wir eher was Visuelles nehmen, um etwas darzustellen. Und er hat hier das Beispiel, wenn wir jetzt einen Pfeil löschen wollen, dann gibt es eben eine symbolische Repräsentation, wie er hier zeigt, ich habe eine Datei, die wird repräsentiert durch ein Rechteck mit dem Eck, und ich mache ein Kreuz rein, damit wird es gelöscht. Auf einer symbolischen Ebene wäre eben das im Audiobereich, dass ich nur ein Beep mache, dass eben die Datei gelöscht ist. Ich kann jetzt auch das auf einer metaphorischen Ebene machen. Hier zum Beispiel, das Dokument verschwindet, oder ich designe einen Sound, der eben leiser wird zum Beispiel. Und auf einer ikonischen Ebene, wo ich eben darstelle, was zu sehen ist, was zu hören ist, haben wir hier das, was wir jetzt auch häufig auf Rechnern finden. Das heißt, ich schiebe ein Dokument zum Beispiel auf den Mülleimer, oder ich habe einen Sound, der sich eben so anhört, wie wenn ich eben eine Mülltonne schließe, weil ich es eben gerade in den Müll geworfen habe. Und das heißt, damit sehen wir so den Design Space, in dem wir Auditory Icons bauen können. Und was wir hier sehen, ist, dass solche Töne helfen, dass Menschen in der Lage sind, zwischen Objekten zu unterscheiden, zwischen Aktivitäten zu unterscheiden, aber selbst auch Eigenschaften von Objekten besser zu verstehen. Also war es ein großes Dokument, war es ein kleines Dokument und so weiter. Wenn wir jetzt den Schritt machen zu Irkens, dann unterscheiden wir zwischen One-Element-Irkens und kombinierten Irkens. One-Element, das ist ein Sound, der was repräsentiert. Und One-Element-Irkens may be digitized sound, also so wie wir es von Auditory Icons kennen, also zum Beispiel das Zerknüllen von einem Papier. Or a sound created by a synthesizer, a single note or a motif. An element may be compared to a word, whereas a note may be compared to a letter of the alphabet. Also das heißt, es kann schon aus mehreren Noten, aus mehreren Klängen bestehen, aber es ist eben so eine Art Wort. Und wir haben eben den Rhythmus, die Frequenz, die Dynamik haben wir als Möglichkeiten, um eben ein Design von so einem Irken zu machen. The user hears a click each time a character is deleted, und das ist eben von ja, ganz leise nach laut und eben ja, mit ganzen Noten. Und damit haben wir eben was, und wir können dann lernen, immer wenn ich den Ton höre, habe ich was gelöscht. Jetzt können wir anfangen, die auch komplexer zu bauen, die Irkens. Und was wir hier sehen, einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Arbeit. Wir haben zum Beispiel einen Ton, der steht für ich kreiere etwas, und einen Ton für ich zerstöre was. Also das eine ist ein hoher Ton, der lauter wird, das andere ist ein tiefer Ton, der leiser wird. Und dann gibt es eine Repräsentation für eine Datei und eine Repräsentation für einen Textstring, was hier in dem Fall eben auch mit Noten dargestellt ist. Und jetzt kann ich anfangen, die Sachen zu kombinieren. Also das Kreieren von einer Datei ist dann eben der Ton fürs Kreieren in Kombination mit einer Datei. Und die Hoffnung ist, wenn man eben das in der Art baut, dass man eben
Darstellungen hat für Aktivitäten, Darstellungen für Objekte, dass man dann generalisieren kann. Das heißt, wenn man ein paar von den Tönen gehört hat, dann weiß man, ah, das ist ein neues File. Und wenn man dann was löscht, dann weiß man, ah, das Löschen kannte ich vom Löschen von einem Buchstaben. Ah, und das ist jetzt kombiniert mit einem File, also lösche ich gerade ein File. Und was wir hier sehen, wir können das natürlich noch komplexer machen. Und hier ein weiteres Beispiel, wo wir dann eben eine ganze Hierarchie haben, wo wir sagen, okay, ein Fehler ist eben eine bestimmte Darstellung. Also das sind eben hier in dem Fall drei Noten. Und dann gibt es eben ja, unterschiedliche für einen Systemerror, in dem Fall einen Ausführungsfehler und welche. Das heißt, ich kann das komplexer zusammenbauen. Hier ist natürlich die Frage, ab wann verlieren wir den Benutzer? Hier eben auch die Diskussion, ist das für Expert-Benutzer? Und wenn wir aktuelle Systeme anschauen, die Komplexität von Auditory Icons und von Irkens ist immer noch sehr gering, weil ich glaube, mit solchen Sachen man relativ einfach die Benutzer verlieren. Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Was können Sie hören? Was ist das, was Sie hören? Sie hören einen Geigerzähler. Oder hören Sie Strahlung? Wir haben gelernt, ein Geigerzähler misst Strahlung und er zeigt uns das auditiv an. Also mit den Klicks. Je mehr Klicks, desto mehr Strahlung. Und das ist eine Technologie, gibt schon eine ganze Zeit, wo wir als Menschen gelernt haben, die Geschwindigkeit, mit der es piept oder klickt, das ist die Menge an Strahlung, die da gemessen wird. Und damit sind wir in der Lage, Informationen über Strahlung darzustellen. Und das ist ein einfaches Beispiel für Verklanglichung von Informationen, für Sonifikation. Sonifikation ist die Idee, dass wir Non-Speech Audio, also nicht-verbales Audio, verwenden, um Informationen weiterzugeben. Das heißt, wir nehmen Dateninformationen und machen die hörbar. Und es ist als eine Alternative oder auch komplementär zu einer Visualisierung. Und hier ist ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel, ich habe eine Datenkurve, die einfach ansteigt. Das kann ich repräsentieren durch Töne, die einfach ansteigen. Die meisten Daten sind nicht so einfach und meistens auch nicht so wenig Daten. Deshalb ist natürlich das eine vereinfachte Form. In Wirklichkeit ist es schon etwas komplexer. Und was wir rausfinden müssen, ist, wir müssen eine Zuordnung von Daten zu Klängen schaffen. Which specific sound dimension is chosen to represent a given data dimension? Also wir haben Dimensionen im Klang und Dimensionen in unseren Daten und wir müssen die darstellen. Und die typischen akustischen Dimensionen sind die Frequenz, die Lautstärke, das Tempo, die Dauer von Noten. Und wie hier zum Beispiel auch von Brown und Brewster und Kollegen dargestellt, wir können, wenn wir mehrere Datensätze gleichzeitig hören, können wir die natürlich auch räumlich anordnen. Und dann sind wir vielleicht auch in der Lage, wenn die räumlich angeordnet sind, diese verschiedenen Datensätze zu vergleichen. Welche Funktion hat nun Sonifikation? Wir können es verwenden, um Warnungen auszugeben. Das können aber andere Töne auch. Wir können Statusinformationen ausgeben. Und das ist sowas, wenn Sie mit dem Auto fahren, dann nehmen Sie nicht bewusst wahr, dass der Motor rund läuft. Aber solange der Motor rund läuft, ist alles okay. Das heißt, es ist kontinuierlich eine Information, dass alles okay ist. Wenn der Motor stockt, dann hören Sie das und dann ist es, gibt es Ihnen die Möglichkeit zu verstehen, oder ist gerade was nicht in Ordnung. Die Hauptfunktion für Sonifikation ist die Exploration von Daten. Und da ist auf der einen Seite Auditory Graphs, also die Graphdarstellung als Alternative in Audio zum Grafischen, das was wir auf der vorigen Folie gesehen haben, wo eben ja die Daten steigen und die Musik steigt.
Wir haben einen Datensatz und können den dann in ein Stück Audio überführen. Da gibt es auch eine Übung dazu. Das andere ist interaktive Sonifikation. Das heißt, ich kann irgendein Dokument explorieren und kriege dann irgendwelche Informationen dazu. Zum Beispiel kann ich eine Karte explorieren und bestimmte Informationen, bestimmte Daten werden dann als Audio wiedergegeben. Natürlich kann ich Sonifikation auch im Bereich der Kunst und der Unterhaltung verwenden. Was sind jetzt Aufgaben, die sich durch Sonifikation unterstützen lassen? Das eine ist Monitoring. Das heißt, ich muss ein System überwachen, ich muss Maschinen überwachen, ich muss Prozesse überwachen. Und da ist es eben so, da kann ich Töne ganz gut verwenden. Vielleicht ist, wenn nichts passiert, ist es einfach so ein kontinuierliches Summen. Und in dem Moment, wenn irgendwelche Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten, dann habe ich andere Töne. Ich kann Informationen über einen Prozess bereitstellen, das ist ähnlich wie das Monitoring. Dann die Exploration von Daten, das heißt, ich kann mir Daten anhören und damit verstehen, was in Daten drin ist, ob Informationen drin ist, ob sich die gleichförmig verändern, ob sich die rapide verändern, solche Dinge. Ich kann auch versuchen, Informationen darzustellen und Informationen zu vergleichen. Zum Beispiel kann ich zwei Datensätze und ich stelle zum Beispiel die Differenz als einen Sound dar. Das heißt, ich kann Punkte vergleichen und Punkte, die Unterschiede schätzen. Ich kann hören, ob ein Trend, ob das nach oben geht, nach unten, solche Dinge. Und ich kann, je nachdem, wie ich es darstelle, vielleicht auch die Struktur von Daten ganz gut hören. Aber das sind Sachen, die in der Praxis aktuell relativ wenig zum Einsatz kommen, weil da doch das Grafische sehr häufig viel, viel mächtiger ist. In dem Bereich Audioausgabe gibt es eine ganze Menge an weiteren Themen. Den Bereich Sprachinteraktion, Sprachdialogsysteme, den betrachten wir im Bereich intelligente Benutzungsschnittstellen. Dann gibt es den ganzen Bereich des räumlichen Audios und ich habe hier einen Link auf das Projekt Omnitone. Damit kann man räumliches Audio rendern im Web für VR. Wen das interessiert, da gibt es einen ganz guten Einstieg auf dem Link. Und dann habe ich noch ein neues Lautsprechersystem, was wir auch im Labor schon verwendet haben, ist ein Lautsprecher, der in der Lage ist, einen Soundkegel für eine einzelne Person bereitzustellen. Das heißt, zwei Leute können nebeneinander auf dem Sofa hören. Der eine hört den Film in Deutsch, der andere hört den Film in Englisch. Technisch ist es so, dass es eben der Sound, den wir hören, der wird abgespielt und um den Sound herum wird mit Ultraschall eine Grenze gezogen, dass der Sound nicht weiter nach außen kann. Auch hier ist ein Link und da gibt es auch ein Video, wo man sich das anschauen kann. Und damit bin ich am Ende dieses Blogs. Hier noch einige Fragen zu dem, was wir besprochen haben und hier noch Referenzen. Zu nennen sind hier insbesondere Bill Gaber und Stephen Brewster, die in dem Bereich ganz spannende Dinge gemacht haben. Und hier auch noch als letzte Referenz die Soundbibliothek von BBC. Zum Beispiel der Geigerzähler, den ich verwendet habe, war davon. Aber da gibt es auch noch weitere Sounds, die man auch für Projekte, für eigene Projekte verwenden kann. Und damit bin ich am Ende dieses Blogs. Danke fürs Zuhören.